Die blutigen Auseinandersetzungen in den Mana-Minen bereiten mir große Sorgen, mein Freund. Ich glaube nicht an einen Zufall. Schreckliche Kreaturen bedrohen die Minenarbeiter. Und das unmittelbar, nachdem in den Minen wieder gearbeitet wird? Unsere Stunde der Wahrheit naht. Stelle dich den Kreaturen entgegen, mein Freund, und rette die Minenarbeiter. Kehre dann hierher zurück. Also meinst du sozusagen das GTA-Prinzip? Irgendwann hast du so viel Geld haben, dass du es gar nicht mal alles ausgeben kannst. Genau. Ich hoffe, das werden sie in GTA 5 mal ein bisschen ändern. Ich meine, naja. Spielt ja wieder in San Andreas und Häuschen Wie kaufen gut, kannst dass du dir wir sicher gerade wieder... nicht GTA 5 spielen. Wir können endlich mal ein wenig die Gegend erkunden, denn vorher hatten wir nur den einen Weg in Mine und zurück und das war's eigentlich. Aber wir haben noch keine Wolf-Spruchrolle, deswegen müssen wir uns damit begnügen, die Wölfe erstmal zu verklopfen. Willst du den nicht leben oder so? Stimmt, ich habe einen Lähmungszauber. Ah! Naja, vielleicht den nächsten. Kommt keiner mehr. Es ist eine großartige Idee, in einen Wolfsbau einzudringen und alle sein Fleisch zu klauen, ich weiß. Boah. Na wieso, du hast den Wolf doch gerade getötet schon, oder? Vor allem seit wann lagern Wölfe Fleisch? Das wüsste ich auch gern mal. Also ich meine, die sind ja echt fortschrittlich geworden, wie es aussieht. Ja. Oder die sind jetzt nicht mehr so fortschrittlich, weil das Spiel, das ist ja irgendwann so... Und... Ja. Mhm. Das auch okay. Von gefühlt 1980. Wir haben noch keine Fledermaus-Spruchrolle, deswegen können wir uns übertragen sehen, noch keine Zubats fangen. Oh. Und ja, unsere Picks zielen auch auf Frösche, die in der Gegend rumhüpfen. Naja. Ach, töte mich nicht. Oh, ein junger Mann. Weißt du, ich sehe nicht sehr gut. Aber du bist keiner dieser blutrünstigen Banditen, die meine Augengläser gestohlen haben. Ohne meine Gläser bin ich blind wie ein Maulwurf. Könntest du sie mir vielleicht zurückbringen? Ja, ja. Auch Brillen, wer trägt schon Brillen heutzutage? Ich bin ja nur halb blind. Nein, dann wollen wir uns mal um die Brillen kümmern. Ja, machen wir mal. Scheiß auf die Mana-Minen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Genau. Und hier können wir sogar unseren Bogen mal gebrochen zu abwechseln. Oh, zeig. Oh, da hinten. Oh. Lehmen! Ich werde den Zauber noch verwenden und er hat irgendwas fallen, dass man sich nicht sieht. Ah, da ist sein Schwert aus Kupfer. Ah. So, Sniper-Battle. So. Scheiße. So. Da war er doch nicht. Doch, er war im Fenster und kam dann raus. Ach so, meinst du. Ah, du weißt schon, dass ich ein wenig Verzögerung hab. Ja. Oh! Die machen jetzt schon Schaden, die Feinde. Ich wäre fast gestorben. Aber nur fast. Man wird am Anfang sehr schnell in ein falsches Gefühl der Sicherheit geworfen, indem man nur die Kobolde kennt. Ich wette, ich erschrecke mich immer zu Situationen oder zu Zeitpunkten, da ist schon alles vorbei. In der Aufnahme jedenfalls. Wird schon. Es war schon halbwegs gefährlich gerade, wenn wir nicht alles mit dem Bogen two-shotten würden, glaube ich. Ja, die Feinde weichen auch aus. Oh Gott, scheiß jemand an. Lehm doch mal jemanden! Aber ich habe kaum noch Mana. Oh Gott. Oh. Du wirst es vielleicht sehen. Oh. Nicht mehr nochmal zum Heilen, deswegen nehmen wir von daneben, nehmen wir einfach mal einen Heiltrank. Ja. Du hast ja schließlich sowas. Ist ja nicht so, als ob du es nicht brauchen würdest. Oh, fuck. Oh Gott. W-
Wenn, wie viel HP haben wir nochmal gerade? Ich schaffe diesen Sack aufzuregen. Gott. Maximal 29 HP und wenn der pro Schuss 7 Schaden macht, dann sind wir nach 4 Schüssen praktisch kaputt. Nein. Nach 5. Praktisch kaputt. Wir haben jetzt noch 1 HP, okay? Naja, aber das wäre nur Theorie. Nee, nicht mal. Was wäre das? Wir können freuen, wir haben die Brille gefunden. Yay. Und damit können wir dann auch hier raus. Oder? Lebt auch kein Bandit mehr. Sehr schön. Das alles für einen Haufen Brillen. Nicht einen Haufen Brillen, sondern eine einzige Brille. Ein Haufen Glas. In so einem Drahtgestell. Oh, und jetzt geht der Stein nicht mehr, oder was? Hast du ihn kaputt gemacht? Die laden sich nach einer Zeit wieder auf. Es ist so gemacht, damit man sich nicht ewig an einem Ding aufladen kann und immer ein bisschen Zeit dazwischen bleibt. Ah. Ja, eine Schriftrolle über Fledermäuse ist von unschätzbarem Wert. Aber sowas von, hast du nicht auch eine zu Hause? Wie gut, dass ich kein Beschwörer bin. Ach, du nicht? Oh. Ich muss noch Stiefel für irgendjemanden finden, dann bin ich fertig. Oh, was, du musst nochmal Stiefel finden? Ich meine jetzt im echten. Damit ich im echten Leben ein Beschwörer werden kann, muss ich noch irgendwie seine Stiefel wiederbringen. Kann da mal gucken, ob du welche für mich findest. Feinde werden immer erfordern, denn wir kämpfen gegen Wespen. Ja, und sie haben Pfeile in ihrem Bau gelagert. Klar. Giftpfeile. Ich brauche keine Schwerter, die können leider nur Krieger tragen. Weißt du was, du könntest mir tatsächlich mal Stiefel bringen. Sie sind zu finden, ein paar Kobolde haben sie verschleppt in die Höhlen von Deichmann. Wir kaufen erstmal den ganzen Laden an Pfeilen leer. Die können wir immer gebrauchen. Willkommen in unserem Laden. Unterwerfung können wir upgraden oder Giftheilung. Giftheilung? Ja, wenn man vergiftet wird, kann man die auch davon wieder heilen. Wir kaufen den extra Bogen, den wir gerade gefunden haben und dann. Komm, Giftheilung, das kann interessant sein. Es ist sinnvoller als Gift, denn wenn wir vergiftet sind, kann das schon mal unpraktisch sein. Ja. Ansonsten. Euer Gold ist hier jederzeit willkommen. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Da würde ich sagen, auf zu den Mana-Minen. Wir haben schon genug Zeit verschwendet, wo eventuell Arbeiter hätten draufgehen können. Marvin kümmert. Ja. Nur noch ein Gold. Lähmen! Leider, also je nachdem wie stark der Gegner ist, wird er nicht komplett gelähmt. Das heißt, manche werden nur verlangsamt. Oh. Ja, und der hat auch erstmal wieder ein bisschen Fleisch gehortet, natürlich. Genau. Das heißt, Wölfe sind die neuen Metzger, die alten Metzger. Oder, ach, was weiß ich. Ihr seid am Ziel. Millard. Die Menschenleben sind in Gefahr. Bitte beeilt euch. Lauft zu den Minen. Folgt dem Pfad nach Westen. Der Vorarbeiter erwartet euch vor den Quartieren der Minenarbeiter. Er wird euch den Weg weisen. Also die Stimme gab es auch in Renegade auf jeden Fall. Ich frag mich ja, wie viele Wege es geben kann in einer Mine. Ich meine. Was hat euch aufgehalten? Uns quälen schreckliche Sorgen. Grauenvolle Rieseninsekten und Flugdämonen aus der Unterwelt haben die Minen eingenommen. Viele Arbeiter ließen ihr Leben, als sie versuchten, diese Lebensader von Nox zu verteidigen. Bitte, wir flehen euch an. Vertreibt die Bestien aus den Minen und rettet die Arbeiter. Ein angemessener Lohn sei euch gewiss. Mit diesem Schlüssel könnt ihr einen der Arbeiter befreien. Er wird euch helfen, die anderen zu finden. Nehmt außerdem diese Spruchrolle. Die könnte von großem Nutzen sein. Was weiß ich, vielleicht hat der alte blinde Mann irgendeinen Wolf losgeschickt, der als Bote dient oder sowas in der Richtung. Ich halte ja alles für möglich. Ja. Aber bevor wir den Minenarbeitern helfen, werden wir das erstmal ausrauben. Wir haben ja gerade mal 189 Pfeile. In einer der Kisten war sogar was Sinnvolles drin, weiß ich ja nicht. Oh, ein Pulli!
eigentlich eher die Lederhosen, die wir gefunden haben. Denn das ist eine. Das sind Ledergamaschen, das heißt, wir tragen Hosen über unseren Hosen. für doppelte Hosenpower. Und vergiss nicht, wir tragen noch eine Unterhose. Das heißt, wir haben jetzt drei Hosen rechtzeitig an. Das heißt, wir haben so viele Hosen wie das Spiel Buchstaben, okay? Das schafft nicht jedes Spiel, glaube ich. Es gibt auch ein Spiel, das hat viel mehr Hüte als Buchstaben. Hüte, na gut, von mir aus. Du weißt, welches ich meine. Ich weiß, was du meinst. Oh nein, wir wurden vergiftet. Oh, du brauchst Giftheilung. Genau, aber erstmal wollen wir eine richtige Spinne übernehmen. Die eventuell sogar was anrichten kann. Mal gucken. Der einzige Nachteil am Übernehmen von Spinnen ist, dass wir natürlich keine Erfahrungspunkte kriegen können, wenn wir sie übernehmen sollten. Aber im Endeffekt ist es nicht wichtig, denn die Level-Ups haben ja eigentlich nur einen Effekt, dass wir mehr Mana und Lebenspunkte bekommen, also schwer zumindest. Ja. Der Mondglühen-Zauber soll angeblich alles ein bisschen heller machen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es bisher mal dass es irgendeinen Effekt hat. Ich habe ihn mal angeschaltet. Ja. Merke eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Tja, wir außer, sind hier außer, halt nicht bei links, Pokémon. Außer, dass wir oben links einen Buff-Icon haben, genau. Wir gehen hin, verstecken den Sichtbarkeitszauber irgendwo in einer Kiste in der Ecke. Und lassen den Spieler bis dahin blind durch. Wenn wir uns beeilen, können wir möglicherweise alle retten. Folgt mir. Ich bewache die Förderkörbe, während ihr nach den Arbeitern sucht. Nehmt diesen Schlüssel und befreit damit den ersten Arbeiter. Er wird euch einen weiteren Schlüssel geben, sobald ihr ihn gerettet habt. Gehen wir. Ich weiß nicht genau, wer für die Logistik verantwortlich war, weil jeder Arbeiter kriegt einen Schlüssel und man braucht sie alle irgendwie. Ist das nicht ein bisschen sehr kompliziert eingefädelt? Ja, also sehr realistisch ist sowas. Vor allem, ja, vielleicht ist es auch eine Art Sicherheitsmechanismus. Vor allem in jedem Gang dieser Mine ist genau ein Arbeiter verschollen gegangen. Ja. Was für ein Zufall. Ja. Drei Anführungszeichen pro Seite. Und jetzt, in der Mine, wo es keine Wölfe gibt, außer diesem einen Wolf, können wir die Wölfe bekehren. Einfach mal. Ausgerechnet der eine. Ah, jetzt müssen wir genau gar nichts mehr tun. Der Rest des Levels wird sich von alleine spielen. Naja, du musst dich noch bewegen, glaube ich. Stimmt. Naja. Sollte ich schaffen. Klappt denn die Wegfindung der Figuren, die du kontrollierst, auch ich ganz gut? Ich könnte ja sagen, aber es wäre eine große Lüge. Es gibt als Krieger ein Level, wo das besonders klar wird. Und das, obwohl der Krieger eigentlich keine. Wo bleiben die? Ich bräuchte mal die Hilfe. Mein Wolf wurde vergiftet. Oh, jetzt musst du ihn heilen. Man kann, indem man Shift gedrückt hält, Zauber auf andere Verbündete anwenden. Zum Beispiel kann ich damit meine Wölfe heilen. Unglaublich, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich normalerweise nicht tue, da ich normalerweise auch nicht beschwöre als Beschwöre. Da mache ich lieber die Bogenschützen-Variante und schieße einfach alles nieder. Was ich bei Spinnen mit einem HP nicht wirklich lohnt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ein Troll, da halb ich den. Ah. Der hat gerade meinen Wolf vergiftet, ich glaube das nicht. Ich bin doch froh, dass wir Gefallen gefunden haben. Nicht für uns, sondern einfach für unsere Tiere. Wo sind die großen Herausforderungen? Hier, soll ich den Ich mache den Tor sogar im Nahkampf fertig, wenn ich unbedingt muss. Oh, du musst es wirklich genau drauf ankommen lassen. Ey, ja. Hat ja geklappt. Ja, sie haben nur 20 HP, sie haben weniger HP als mit dem Wolf. Ach, ja, warum passiert dem Wolf eigentlich gar nichts? Der Wolf macht eigentlich nichts, ja. Ey, ich meine, dem passiert auch irgendwie nichts, also das Gift, das wirkt wohl nicht so ganz. Das Gift, wie gesagt, Gift ist ein ziemlich billiger Zauber. Es macht vielleicht im Laufe von 30 Sekunden 10 Schaden oder so. Es macht wirklich nichts. So. Nicht wieder vergiften lassen? Gut. Danke, dass ihr mich befreit habt. Das wär's noch gewesen. Bitte bringt mich zum Förderkorb. Ich habe mich mit diesem Schlüssel hier eingesperrt.
Ihr braucht ihn, um einen weiteren Arbeiter zu retten. Der Mine ist wohl das Budget für Hemden ausgegangen, aber für Helme war genug da. Oh, toll. Ist dir mal aufgefallen, wo wir gerade vom Budget reden? Ja. Das Budget für Synchronsprecher kann ja auch bei den Leuten von Westwood hier in Deutschland. Ach ja, genau. Vor allem den Satz, den du gerade von Mine weiter gehört hast, wirst du noch viermal hören. Da hat man sich auch was gespart. Oh Gott. Ich meine, du hast vielleicht so 5 bis 6 verschiedene Synchronsprecher für mehrere hundert Charaktere. Kann das sein? Vermutlich hast du recht. Ich könnte es statistisch genau durchgehen, da ich ja den Dialogordner durchforsten könnte, aber ich glaube einfach mal, dass deine Sofortanalyse schon passend ist. Ja. Hilfe Spinnen. Es gibt auch in diesen Minen noch Gegner, die uns die Probleme bereiten könnten. Aber das kommt. Das dauert noch ein bisschen. Ha. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum das der Vorbeiter ist. Er konnte sich ein Hemd leisten. Wow. Das ist jetzt aber schon ein wenig gemein. Kann ich was dafür? Ich meine, ich konnte mir auch ein Hemd leisten. Genau genommen wurde ich sogar mit einem geboren, wie man so sagt. Ins Spiel gesendet, würde ich eher so sagen. Genau. Dazu. Oh, dieser Wolf ist nutzlos! Kann er aufhören, sich vergiften zu lassen? Meine schöne Mana, okay? Wir sind gerade in den Mana-Minen und wirklich an jeder Ecke gibt es eine Mana-Kristalle, aber trotzdem. Ja, ich darf hier nichts verschwenden. Prinzip. Jetzt wurde ich sogar selbst vergiftet, ich glaube. Wo ist eigentlich deine Spinne hin? Hat sie dir entschärft? Sie wurde von irgendwas sofort getötet. Ich weiß nicht genau, was es war. Schwaches Vieh. Ich kann mir einen Fledermaus besorgen. Ein Zubatfang, yay. Trolle habe ich leider keine Schriftrollen. Oh. Ich meine, die haben sogar noch Nutzen, wenn die sterben sollten, ne? Die haben ja, Bobbel. Die vergiften deinen Hund. Oh. Er ist echt den Ärger nicht wert. Renn da nicht durch. Gut, danke. Danke, dass ihr mich befreit. Bitte bringt mich zum Vorderkorb. Ich habe mich mit diesem Schlüssel... Text ey, sogar die schon. Namen! Hey, hieß der auch Alex? Nee, der hieß Logan. Aber irgendwie... Logan. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Auch wieder aus Command & Conquer Renegade. Oder war es Logan? Nee, aber ich glaube, es gab da auch ein... Ah, genau, Logan. Das war der Typ, der in der Tutorial-Mission dir alles beibringt. Genau so fühlt sich das hier auch irgendwie an. Also es passt, denke ich mal. Können Sie auch mit diesem 1 HP spinnen? Ich glaube, wir hatten davon schon genug gehabt. Ich hab keine Ahnung. Naja, ab zum nächsten Bereich. Oh, wunderbar. Ja. Das sind das aber Spiel wird gesagt, spannender. Ja, wirklich? Wann? Ja, Kapitel 4 spätestens. Frühestens. Okay, vielleicht ab dem 6. Kapitel, okay? 8 vielleicht? So kurz also, vor Ende, naja, vielleicht. Als Magier danach. Ist es schon ab dem 3. interessant. Als Krieger ab dem 6. auf jeden Fall. Ab 7. meine ich. Wolltest okay. du dir nicht einen Zubat fangen? Was anfangen? Ein Zubat fangen. Ich hab noch nicht. Ach, ein Zubat, ja, nein. Tut mir leid. Oder von mir aus geht auch ein Pflegknäuel. Mein Wolf macht irgendwas. Mein Wolf ist verreckt! Da guckt man einmal nicht hin! Weil noch ein Wolf hier war! Komm! Soll das? Meine Güte! Da der einzige andere Wolf so in der ganzen Mine! Du kümmerst dich so liebevoll um ihn! Er lässt sich immer wieder vergiften und du... Ja! Kannst du dann nicht mehr mit durchs Feuer nehmen? Fangen werde!
Vergifte dich nur selber auch nicht. Lass dich aber selber auch vergiften, bitte. Nein. Ich wurde schon mal vergiftet. Von der Spinne immerhin. Immerhin ja. Nicht, weil ich durch irgendwelche Pfürze gelaufen bin. Also bist du. Ich bin übrigens ziemlich mutig, dass ich das nicht gespeichert habe. Ich habe in diesem Raum drei Impfen schon mit Herausforderungen. So. Ja, ich erwähne im Zusammenhang mit dem Spiel und dem aktuellen Kapitel das Wort Herausforderung. Hätten wir nicht gewusst, dass es schwierig werden würde, hätten wir vielleicht sogar noch was kassieren können. Ja. Naja. Übrigens, wer baut eine Mine und baut einen so einen Raum da rein? Ich hab nicht mal am Anfang, weil hier ist ein richtiger Esstisch und das war's. Ich meine, okay, von mir aus. Ich stelle keine Fragen. Ja, man könnte ja auch mal eine unterirdische Stadt bauen, das wäre doch was. Oder eine unter Wasser. Wer macht sowas bitte? Dann kommen wir wieder in die Stadt Aquanox oder so, da ich. Nee, ich dachte jetzt an eine andere. Geld, ich hab's fast vergessen. Sehe ich das Geld hier manchmal nicht unglaublich. Ich muss auch ehrlich gestehen, 18 Gold sind nicht viel, was wir hier sammeln. Und das wird sich auch nicht zusammenläppern. Wenn wir nachher irgendwie ein Item verkaufen, was 1000 wert ist, dann hätten wir ja 500 von Dinger einsammeln müssen oder so. 50. Ich lebe! Danke! Wow. Oh! Der Dank war so kraftvoll, dass wir dadurch Level Up gemacht haben. Und keine Sau fragt, was ist mit dir los? Du leuchtest so! Ist das normal? Ich würde damit zum Arzt gehen! Ich glaube, wir haben alle Arbeiter im oberen Bereich gerettet und müssen nochmal mit dem Typen sprechen. Ausgerechnet. Ja, tu das. Ich setze den Förderkorb in Bewegung. Ausgerechnet. Nimm diesen Schlüssel und sperrt mit ihm die verschlossenen Türen dort unten auf. Darf ich bitten? Noch ein Schlüssel übrigens. Oh yeah. Mehr Würfe als ich gedacht hätte. Ich nehme mein Statement zurück mit dem es gibt nur zwei Würfe im ganzen Ding. Das ist aber offensichtlich falsch. Vielleicht findest du ja noch einen und kannst ihn als dein ich Poison glaube, das Slave. Die Feinde, die wir bald sehen werden, nicht mehr helfen würden. Oh. Mehr helfen werden. Du wirst schon sehen. Oh Gott, als ob die schwer zu besiegen wären. Ich meine jetzt halb ernst, sie machen drei Schaden, schießen schnell und wenn es davon zwei oder drei sind und wir nicht aufpassen, könnten wir eventuell sogar sterben. Unter Umständen. Oh mein Gott, oh, da kommt was Großes. Ah, oh, da ein Skorpion. Und das sind die gefährlichen Feinde, die ich meine. Oh, ja, das ist auch sehr. Gut, noch ein Heilzauber, also Heillevel 2, das heißt wir heilen jetzt mehr als vorher, zum selben Preis. Also warum nicht? Falls du dich fragst, warum unsere Waffe gelb unterlegt ist, sie ist halb kaputt. Oh. Und wie ist sie unterlegt, wenn sie ganz kaputt ist? Dass unser Wanderstab, den wir seit Anfang gespielt haben, langsam und mit dem Geist aufgibt. Du brauchst mal eine vernünftige Waffe irgendwann. Oh. Wir werden aber im Nahkampfwaffen technisch nicht viel bessere Sachen als den Stab kriegen. Und der Bogen, so das ist so die Alternative zum Stab aktuell. Ach so. Es wäre ein Spoiler zu sagen, dass wir eine bessere Waffe kriegen. Ah, als den Stab. Na dann. Wie wär's denn mit einer Fernkampfstabwaffe so? Da gibt es auch Möglichkeiten. Da hat der Magier mehr Variationen. Der darf aber auch keinen Bogen, logischerweise. Ich hatte die Mine kürzer genommen. Ich bin nicht im Kreis gelaufen, oder was? Ich hab irgendwas übersehen. Ach, hier der Gang, okay. Klar. Hm.
willst du... Na, du kannst dir denken, wofür die ganzen Fässer hier rumstehen, oder? Die sollen irgendwann in die Luft fliegen. Ah! Und zwar... Whoops! Hast du mal, wann wirst du eigentlich, wo wirst du jetzt eigentlich wiederbelebt? Das ist eine berechtigte Frage. Oh Gott, oh Gott. Wir fahren hier Autosave und erkennen hier. Auf gut Deutsch! Oh! Wir werden uns schnell um die Restemine kümmern. Was hat euch aufgehalten? Und zwar am besten aufgehen, denn das müssen wir nochmal anschauen. Nee. Hattest du nicht selber gesagt, dass du mal irgendwann speichern müsstest? Ja, aber ich wollte es spannend machen, okay? Dann versuchen wir den Spaß hier einfach nochmal. Willst du es nochmal so versuchen? Ja, wir haben nicht oft den Fall, dass wir 100 TNT-Fässer aufgestellt haben. Oh, das hat nicht ganz funktioniert. Ah. Hättest du mal nicht auf den, hättest du nicht auf den Wolf gewartet? Hat der Rest überlebt von den Skorpionen? Zarten. Hm. Oh. Au. Böse Viecher, böse Viecher. Die geben auch entsprechend viele Erfahrungspunkte zum Glück. Und so viel dazu. Gleich zwei. Ja. Hä? Zwei gleich. Stück. Tatsächlich mal zwei Leute in einem einzigen Raum. Wie geht denn das? Dass die keine Platzangst kriegen, ist echt ein Wunder. Und übrigens, wer hat so viele Fässer reingestellt, wenn er nicht gerade die ganze Mine zum Einsturz bringen möchte? Ach, ohne Vor allem, warum ist sie nicht eingestürzt? Vielleicht. Lord. War das wirklich die im Fall eines Skorpions Notfallsicherung? Eines? Ja, und dann kam mehr und deswegen hat sich keiner getraut, die Fässer hochzuladen oder so. Genau. Ah! Noch Hilfe! Einer. Oh, einer ist vergiftet. Er ist aber so vergiftet, dass ein einziges Giftteil nicht gereicht hat, um zu entgiften. Oh. Ja, man kann sogar so vergiftet sein. Das ist dann der Punkt, wo es dann gefällt, wo man 5-mal Vergiftung auf sich drauf oder sowas in der Richtung. Denn das runterzukriegen ist fast unmöglich. Helfen die Typen eigentlich auch mal ein bisschen mit? Nein. Sind das Schwächlinge? Inaktiv. Es gilt nicht für alle Gefolgsleute, die man irgendwo hinrechnen muss. Aber für die hier schon. Oh. Tragisch, aber. Wo kommen die ganzen Imbiss eigentlich her? Naja. So. Und tschüss. Aber eins schaffen die NPCs, sie sind sehr gut im Aufzug nehmen. Oh. Das können die echt verdammt gut. Ich danke euch. Ihr habt uns alle gerettet. Ho, 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 ho. Auf zum Vorarbeiter. Es gibt übrigens einen Soundfile, den ich mal gefunden habe im Ordner, als ich mal durchgeforstet habe, der interessanterweise im Spiel nicht vorkommt, zumindest den ich direkt gefunden habe. Nämlich müssten wir irgendwo eine Art Dryade finden oder halt irgendeinen Waldbewohner, der uns begegnet im Kapitel 3 des Beschwörers. Aha. Aber frag mich nicht wo, wir können vielleicht suchen. Ich habe es noch nicht gefunden. Was sagt denn das Soundfile aus? Diese Person hasst uns und will uns umbringen dafür, dass wir die Mine geklärt haben. Ihr seid ein wahrer Held. Und ich frag mich, wo das ist? Keine Ahnung, ein Geheimraum? Es gibt nicht viele Gebiete, die wir begehen können, aber ich kann mal einen kleinen Ausflug machen. Vielleicht finde ich aber. Doch, bevor ihr aufbrecht, nehmt diesen Beutel Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na denn, nochmal 500 Gold. Diesmal war es aber recht wert. I never asked for this. Eure Tapferkeit kennt keine Grenzen. Es kann ja sein, dass es in irgendeinem Nebenraum ist, zum Beispiel bei dem Wolf hier oder so. Hm. Ich habe irgendwie keine großartigen Hoffnungen, dass wir das irgendwie finden werden. Du musst die Kreaturen in der Mine getötet haben. Hekuba hatte recht. Die Menschen sind böse. Nun sollst du für dein Verbrechen an Mutter Natur bezahlen.